Wladimir Putin nahm es gelassen, doch für alle anderen war es ein Moment des Schreckens. Gegnerinnen des russischen Präsidenten dringen auf den Stand von Volkswagen. Mit nacktem Oberkörper stürmen die Frauen auf die beiden Regierungschefs zu. Sicherheitskräfte drängen sie nur mühsam zurück. Auftakt einer Hannover-Messe, die die Wirtschaft beider Länder ins Geschäft bringen soll und doch von der Politik überlagert wird. 80 Milliarden Euro beträgt das deutsch-russische Handelsvolumen. Gern soll es mehr werden. Die Industrie fordert entsprechend Zurückhaltung von der Politik. Ich glaube aber gerade Russland mit dem WTO-Beitritt, OECD, B20, es wird im Interesse von Russland sein, nach und nach unsere Standards anzunehmen. Also insofern bin ich zuversichtlich, das wird nicht morgen passieren, aber ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg. Eine neue Straßenbahn für Moskau, einer von 170 Ständen aus Russland in Hannover. Bis Freitag sind auf dem Messegelände über 6.500 Aussteller präsent. Die Stimmung ist gut, gerade wegen der Stärke deutscher Maschinen- und Anlagenbauer. Die heutigen Proteste werden die Messe bis zum Toreschluss am Freitag jedoch weiter beschäftigen.